Wir kommen also wieder zurück auf unsere doppelte Beziehung zum Sprechen und zur Sprache. Um das Sprechen des Subjekts zu befreien, führen wir es in die Sprache seines Begehrens ein, das heißt in die erste Sprache, Langage Seigneur, in der es schon jenseits dessen, was es uns von sich sagt, vor allem mit der Symbolik seiner Symptome ohne sein Wissen zu uns spricht. Es handelt sich bei dem Symbolismus, der in der Analyse zutage gefördert wird, in der Tat um eine Sprache. Diese hat, einem spielerischen Wunsch entsprechend, den man in einem Algorithmus Lichtenbergs finden kann, den universalen Charakter einer Sprache, die sich in allen anderen Sprachen vernehmen lässt. Aber als Sprache, die das Begehren an eben dem Punkt ergreift, wo dieses sich vermenschlicht. Indem es sich zu erkennen gibt, ist sie zugleich das absolute Besondere des Subjekts. Wir nennen sie die erste Sprache und vermeiden es, von primitiver Sprache zu reden. Fortsetzung folgt.